So, ihr Lieben, wir machen jetzt heute das allererste Rezeptvideo. Und zwar sind ja jetzt die, ich glaube, man nennt sie Hundstage. Oh, die Kamera wackelt. Die Hundstage oder hier in Frankreich Canicule. Also hier ist wirklich, wirklich heiß. Übermorgen soll es hier 44 Grad werden. Das heißt, wir machen ein Rezept, was zu diesen Umständen passt. Ein Kokosnusseis in Rohkostqualität. Dazu braucht ihr, wer hätte gedacht, eine Kokosnuss. Diese Art von Kokosnüssen, die sind irgendwie so seit ein, zwei Jahren auf den Markt. Ich finde die ziemlich genial. A, enthalten die sehr, sehr, sehr viel Kokosnusswasser. B, haben sie hier so eine kleine Vorprägung, die kann man ganz leicht zerhauen. Ja, und C sind sie nicht, also ich meine, ist immer noch Plastik, ja, aber wenig Plastik. Also kann man ökologisch irgendwie vertreten. Ich meine, ist jetzt nicht regional, aber dazu sage ich später nochmal was. Also okay, diese Kokosnuss, Plastik weg. Da gibt es auch noch so eine Öffnungsbeschreibung dran. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen... Ist das ein kleiner Bambusstick? Stick, der da mitgeliefert ist. Das machen wir jetzt auf hier, das Tütchen. So. Und bei so einer Kokosnuss, das weiß ich, also da gibt es genau ein Loch, was leicht aufzumachen ist, wo dieser Stick ausreicht, wo man kein Werkzeug braucht. Das müsst ihr halt nur einfach rausfinden. Also insgesamt hat die ja drei Löcher. Und hier, voilà, haben wir jetzt hier gleich das, was wirklich leicht zu durchbohren ist mit diesem kleinen Bambusstick. Genau. Und jetzt haben der Kameramann und ich die Freude, erstmal das Kokosnusswasser auszutrinken. Genau, Schritt Nummer zwei jetzt. Kokosnusswasser ist leer getrunken. Schritt Nummer zwei ist, dieses Teil zu öffnen. Wegen dieser schönen Rille geht es eigentlich ganz einfach. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt, wenn ihr irgendwie parterre wohnt oder einen Garten habt, schmeißt es einfach auf einen stabilen Stein und es bricht hier auseinander. Oder ihr könnt es mit einem Hammer machen. So, das ist jetzt hier die nächste Herausforderung, ist dieses Kokosnussfleisch aus der Kokosnussschale herauszulösen. Da gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten. Also wenn ihr keinen Wert legt, auf die Schale zu erhalten, könnt ihr es einfach nochmal kaputt schlagen, dann geht es ein bisschen leichter. Oder, also ich mache das so, ich mache hier so ein, wie so Tortenstücke, schneide ich das so ein bisschen an. Und dann kann man das mit einem kleinen scharfen Messer, was stabil ist, oder auch mit einem Löffel dann rauslösen. Also das hat, dieser Schritt wäre geschafft. Es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen fummelig. Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, Kokosnussflocken zu nehmen. Kein Problem. Ich muss sagen, ich bevorzuge die frische Kokosnuss. Es ist eine unglaubliche Menge, die hier dabei rauskommt. Und ihr habt noch das Kokosnusswasser dazu. Genau. So, also das ist unser Ingredient. Wie sagt man? Zutat Nummer 1. Zutat Nummer 2. Das ist ja tatsächlich ein 3-Zutaten-Rezept. Also man glaubt es nicht, aber das wird richtig oberleckeres. Zutat Nummer 1, Kokosnuss. Zutat Nummer 2, Datteln. Also dieses ist jetzt sehr praktisch. Das ist hier in Frankreich erhältlich. Ich glaube, in Deutschland gibt es so ein Dattelmus, nennt man das, auch immer mehr. Vor allem in türkischen oder arabischen Läden. Müsst ihr einfach mal gucken. Das ist praktisch, weil ihr die Datteln einfach nicht mehr mixen müsst. Sie sind schon gemixt. Genau, ich hatte die dritte Zutat vergessen. Ihr glaubt es nicht. Wasser. Simples Wasser.
Ich habe das Glück, ich wohne hier direkt an einer Quelle und hole immer frisches Quellwasser. Also guckt, dass ihr gutes Wasser da verwendet. Also entweder gefiltertes Wasser oder Wasser, was ihr kauft. Nach Möglichkeit keine Plastikflaschen, sondern Glasflaschen. Genau, das trägt auch gutes Wasser, trägt natürlich auch zur Qualität eures Eises bei. So, Arbeitsschritt Nummer, naja, zwei ist jetzt nicht richtig, ich habe nicht mitgezählt. Auf jeden Fall diese Kokosnüsse zu Kokosnussstücken zu verraspeln. Ich habe hier so eine kleine, pfiffige Küchenmaschine, die ich dafür verwende und da geht es fix fix. Ihr könnt es aber natürlich auch reiben, also ihr braucht um Gottes Willen keine Küchenmaschine anschaffen. Wenn ihr das nicht da habt, nehmt eine Reibe und reibt es fein. Geht alles ganz genauso. Genau, Thomas hat mich gerade darauf hingewiesen, ganz wichtig, diese braune Schale, vielleicht irritiert die euch, aber die kann da ruhig dran bleiben. Also ihr braucht euch jetzt nicht die Mühe machen, die abzuschälen, sondern benutzt das alles. Und nun, Arbeitsschritt 3. Dazu braucht ihr einen Mixer. Da empfehle ich euch sehr diesen Personal Blender. Der ist auch nicht teuer. Ich habe den schon seit, ich glaube, 8 Jahren im Einsatz. So, und da fülle ich jetzt in diesen Behälter die Kokosnussraspeln und dazu von dem Dattelmus oder alternativ, wenn ihr kein Dattelmus auftreiben könnt, entkernte Datteln, die ihr da hier mitmixt. Von der Süße ist natürlich Geschmacksfrage, wie süß ihr das gerne haben möchtet. Also ich würde jetzt hier für diesen halbvollen kleinen Mixerbehälter, also es gibt hier den großen und den kleinen, würde ich jetzt mal so gefühlsmäßig so ein Stück nehmen oder vielleicht 5. Das würde vielleicht 5 Datteln entsprechen. Das müsst ihr dann aber einfach ausprobieren und wenn es euch zu wenig süß ist, könnt ihr ja jederzeit dann noch nachsüßen. So, ich zerrupfe das so ein bisschen in kleine Stückchen, dann mixt sich das besser. Und dann kommt dazu Wasser. Und zwar so, dass es etwas mehr als bedeckt ist. Also, ja, naja, das ist jetzt schon so 3/4 dann voll insgesamt. Schraube den Aufsatz auf. Jetzt gibt es das bekannte, berüchtigte Geräusch. Leider nicht so schön, aber die Empfehlung ist, dieses Gerät immer nur kurz laufen zu lassen und dann wieder zu lösen. Das macht ihr. Je öfter ihr es macht, desto feiner wird die ganze Struktur. Desto mehr mischt sich dieses Fett der Kokosnuss mit dem Wasser. Desto milchiger wird es. Und das ist natürlich eine Sache, die ihr mit einem richtigen Hochleistungsmixer sämiger hinbekommt. Also da kriegt ihr eine richtig homogene Masse. Das schafft der Personal Blender nicht. Ich finde persönlich das aber kein Problem. Also ich mag diese Struktur da drin. Das ist toll. Also wenn man da noch so ein bisschen die Kokosnuss spürt. Ihr nehmt ganz einfache, das sind hier so Silikonförmchen. Habe ich in verschiedenen Variationen. Hier zum Beispiel eine ganz schicke, die habe ich mal gefunden auf einem Wochenmarkt in Triskeleform, also dieses alte keltische Symbol, liebe ich sehr. Und da füllt ihr euer Gemix jetzt hinein. Genau, die Variation ist dieses Mal, ich tue da 4-5 Kakaobohnen rein, die ich einfach ein bisschen mitschreddere. Also, dass da noch so Schokoladenstückchen drin sind, das finde ich oberlecker und das ist auch so eine haptische Überraschung dann jedes Mal. Also damit könnt ihr einfach experimentieren.
So, auch mit der Konsistenz, mit der Süße, mit den Zutaten, ob ihr das mögt, mit den Kakaobohnen oder man könnte auch Kakaopulver nehmen. Das ist sicherlich auch sehr lecker. Und ja, was ich noch sagen wollte zu dem Thema regionale Küche, also das ist ja jetzt alles Bio, also wirklich alle Zutaten, na, es sind ja nur drei, aber komplett Bio und da achte ich auch sehr drauf. Ich finde immer, es ist die beste Qualität und ist einfach mit unserem Konsumverhalten können wir da ganz viel beitragen, eben zum Naturschutz. Und das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Das mit dem Regional, also das ist jetzt ja nicht regional, muss, das kann man nicht behaupten. Datteln wachsen hier ganz vereinzelt in Südfrankreich, aber die kommen jetzt aus Nordafrika. Die Kokosnuss kommt, weiß ich nicht woher, aber auf jeden Fall nicht aus Europa. Und wenn ihr Wert auf regionale Küche legt, was ich auch einen sehr wichtigen Ansatz finde, dann könnt ihr Kokosnuss einfach austauschen gegen heimische Nüsse. So, schön, schön, ab in das Gefrierfach. Okay, also ihr Lieben, wir sind jetzt angelangt bei dem besten Teil des Rezeptvideos, der Verkostung. Thomas, ja, So, das lässt du dir das nicht kommt dann. entgehen, das kann ich Schon das total Arbeit. verstehen. Genau, also ihr seht hier, die sind jetzt fertig. Also ungefähr nach 2 Stunden hatten wir das schon mal probiert. Da waren sie noch so ein bisschen weich, aber das ist durchaus auch lecker, wenn die noch nicht so ganz durchgefroren sind. Jetzt den nächsten Tag sind sie tatsächlich ganz durchgefroren, lassen sich ganz leicht rauslösen. Genau, und sehen so je nach eurer Form eben wunderschön aus. Hier kriegst du noch Danke. eine Blume, dekoriert mit essbaren Blüten. Dazu, also das sind jetzt in diesem Fall Malven und Holunderblüten. Und an Obst hatten wir dann Aprikose dazu genommen. Also manchmal, vielleicht ist es jetzt auch noch ein Tick zu hart, dann wartet ihr einfach einen Moment, lasst es so leicht antauen. Dann lässt sich das Ganze besser dann abbeißen oder ein bisschen verkleinern, wie auch immer. Ja, und voll gesund. Also wirklich Rohkostqualität, ja, nichts erhitzt über 42 Grad. Das heißt, wirklich alle Nährstoffe noch voll. ja, so kann es auch passieren.